So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe angekommen. Wie gesagt, die Vorratslieferung, die mache ich noch, wenn ich Langeweile habe. Jetzt machen wir aber Tanze hinter dem Mischpult in einem Tanzlokal, während du das Outfit Wanda benutzt. Also ganz simpel, ab in den Spind. Falls ihr nämlich irgendeinen anderen Skin habt, ihr müsst diesen Skin hier benutzen. Es geht nur, wenn ihr den Skin auch benutzt. So, von der Einstellung her ist es, glaube ich, egal. Wieso geht der mir denn immer wieder auf den anderen Stil? Den Stil will ich haben. Speichern und beenden. So, das Ganze machen wir ja wie immer solo. Ach komm, dann kann ich auch die Dingsaufgabe fertig machen. Die Vorratslieferung mit dem Tanzen. So, dann. Wie immer, danke für die ganzen Abonnenten, die Zuschriften, alles easy, was ihr macht. Also großes Dankeschön. Erstmal hier der Ladebildschirm, ihr wisst ja, Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, wäre es nett, wenn du jetzt kostenlos abonnieren würdest. Würde halt mich unterstützen und somit weiß ich auch, wofür ich den ganzen Kram hier mache für euch. Weil klar, ich spiele selber gern Fortnite, aber ich will euch natürlich auch helfen, um Gottes Willen. Und ich denke auch mal, dass öfters mal was anderes kommt in Richtung Fortnite, aber das ist eine andere Geschichte. Also, wenn du mir ein Abo dalässt, würde mir echt weiterhelfen. So, wenn du wissen willst, wie das unten dann mit dem Paysafe-Code funktioniert, guck einfach in die Videobeschreibung. Da habe ich extra ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch sage, beziehungsweise genau zeige, wie man den Code ausprobieren kann und wie man einlösen kann. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch allen schon mal viel Glück beim Ausprobieren des Codes. So, landen müssen wir hier. Ich hoffe, wir landen da ziemlich alleine. Aber ich befürchte eher nicht. Und die Zone, tja, wir haben diesen einen Versuch. Einen Versuch haben wir. Sollten wir sterben, werden wir nämlich hier oben landen. Und dann war's das in dieser Runde. Aber ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Müssen wir nur ganz schnell hin. Direkt dann tanzen. Ja, alleine gehe ich auch nicht hin. Das ist schon mal eigentlich recht gut. Ich weiß halt nicht, ob ich mir erst eine Waffe holen soll und dann dahin. Aber eigentlich wäre besser direkt hin. Sieht man den Bus noch? Ne, unser Bus ist auch weg. Jetzt wird es kritisch. Dann, ich probiere es ohne Waffe. Ah, Kiste ist noch da. Ich mache erst den Tanz, dann öffne ich die Kiste. Zack, hier müsst ihr euch hinstellen. Ganz entspannt, ganz einfach. Und schon habt ihr die Aufgabe geschafft, wie ihr seht. Mehr ist es halt einfach auch nicht. Aber wundert mich. Vor allem, dann kriegt man direkt die Boogie Bomb. Das ist echt ein Phänomen. Jeder ist die Boogie Bomb am Suchen, kaum einer findet sie. Und hier direkt in der ersten Kiste. Wo war denn die Kiste? Hä? Ach, das ist bestimmt die Kiste unten drunter in der Toilette. So, waffentechnisch erstmal hier alles aufbauen. Wie gesagt, da müsst ihr hin. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal helfen. Wie gesagt. Support ist kein Mord, also weiß der, was zu tun ist. Ah, hier kann ich auch noch mal für euch gucken, weil ich muss eh die Vorräte aufmachen wegen der RPG, ob ich sie hier finde. Also wie gesagt, in der normalen Kiste hatte ich sie bis jetzt noch nicht drin, aber die ist ja auch Leggy, also könnte sein, dass sie echt nur in den Vorräten drin ist. Aber genaueres kann ich euch da jetzt gerade auch nicht wirklich sagen. Weil ich halt einfach noch nicht die Erfahrung gemacht habe. So. So, Boogie Bombe brauchen wir nicht. So war nicht der Plan. So war der Plan. So, ein Rift haben wir hier keins, also müsste ich mich rein theoretisch schon auf den Weg machen. Aber ich würde sagen, wir looten hier einfach alles und gehen dann halt einfach mit Lowlife in die Endzone. Weil jetzt noch groß zu laufen macht halt einfach keinen Sinn. Da,
Ja, und damit haben wir die Woche fertig. Ausnahmsweise war es halt doch mal ein bisschen später von mir. Normalerweise versuche ich immer donnerstags schon die normalen Aufgaben zu machen. Das hat auch funktioniert. Nur halt die Prestigeaufgaben, die haben diesmal ein bisschen länger gebraucht, weil ich halt auch noch andere Termine hatte. Arbeit, Kinder, wie das halt so ist. Aber wir haben ja genug auf YouTube, die euch da auch weiterhelfen können. Weil ist das das? Ja. Meine Lieblingswaffe derzeit, die endlich wieder zurück ist. So, was haben wir hier? Ah, hol ich einen Sniper mit. Ah, komm, ich hol sie mit statt die Falle. Bam, bam, bam. Oh, ein Gold holt man sie natürlich auch gerne mit. RPG-Munition ist echt Mangelware, ey. Das hat sich immer noch nicht geändert. Aber ist ja auch eigentlich richtig so. Ich meine, die Waffe ist so OP. Da kann ich das Ganze doch schon irgendwo verstehen von Epic. Hier ist keine Kiste. Ach, hier waren wir auch schon. So, 25 Leben haben wir noch. Hier ist noch eine Kiste. Die kriegen wir noch hin und dann werden wir sterben und dann gehen wir eh schon in die Endzone. Gucken wir mal, ob jetzt eine RPG im Spiel drin ist. So, hier ist die das ist eigentlich die beste Waffe, wenn es um Zielfernrohrschaden geht. Also die kann ich euch nur empfehlen für die Aufgabe. So, oh Gott, die ist ja, die Zone ist eng. Die ist definitiv eng. So, Vorräte sind schon mal alle weg. Noch stehen da hinten direkt gesniped. Ach ne, ist weggesprungen. Oh, springt doch nicht alle. Ja, jo. Ja, er holt dich schon mal. Was? Hast du über den geschossen? Der Moment, wenn du ihn siehst und der Ski hat schon geschossen. Sehen wir da hier rum? Ja, da oben ist er noch. Achso, wir wollten ja zuvor reden. Och man, stimmt immer noch der da oben. Ich will jetzt wissen, ob hier RPGs sind oder nicht. Wo sind wir hier daheim? Ach, ich sehe noch zu dritt hier. Ach, den hätte ich gerne auch noch gehabt. Ah, doch, RPGs waren drin. Ich habe sie gerade noch im Augenwinkel gesehen. Mann, ey, da willst du mal schneller spielen, dann leckt das hier wie Sau. Aber in jeder Runde sind auch die RPGs drin. Das ist schon mal für euch positiv, dass ich da. Hallo?
Bleib stehen. Zack. Schmeckt. Da, da, da. Bisschen snipen, bisschen snipen. Hä? Wo? Das sind halt die Momente, ich denke dann immer so, komm, versuchen in der Bauphase wegzuholen, aber das ging voll in die Hose. Hör doch auf zu lecken. Mann, ey. Kann nicht sein, ey. So nicht, mein Freund. So, haben wir noch einen. Boah, der schmeckt. Der schmeckt auch. Der schmeckt auch. Einer gut ist, macht dann Doppelkill. Okay. Ah. Jo, ich gehe unter den Gebauten durch. Das war jetzt verstehen. Vierte direkte Sniper-Kill mit 375. Die Nachladezeit ist immer das. Ah! Boah, 150er Hit. Was ist los?
Der hat, glaube ich, getroffen. Ja. Ah, Spiel knapp verloren. Aber egal, ihr habt ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Die RPGs habt ihr gesehen. Und das mit dem Tanzen war ja auch easy. Also in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.